bin Rupert Haag und zuständig bei Amnesty International für die Menschenrechte von LGBTI, das heißt Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Intergeschlechtlichen. Da kann man viel erreichen, wie ich es selbst erlebt habe als Delegierter im Baltikum. Da wurden vor ungefähr 11 Jahren beim ersten Baltic Pride, wo die Menschenrechte von LGBTI unterstützt werden sollten, die Teilnehmer, als sie aus einer Kirche herausgekommen sind, mit Kot und Fäkalien beworfen. Was haben wir gemacht? Wir sind 10 Jahre lang hingefahren. Ich bin jedes Jahr hingefahren nach Riga und Vilnius. Jedes Jahr wurde es besser. Und am letzten Jahr, vor 3 Jahren, wurden wir begrüßt, herzlich von der Polizei geschützt. Muttis, Omis, Familien sind da und haben uns mit nichts beworfen, außer mit Blumen und mit Freude. In 10 Jahren kann es aber auch abwärts gehen. Im Moment geht es abwärts in Deutschland. Was passiert mit den Menschenrechten von Lesben, Schwulen, Trans- und Intermenschen? Die AfD hat vor wenigen Tagen im Deutschen Bundestag einen Gesetzentwurf eingebracht, in dem sie, man glaubt es kaum, die gleichgeschlechtliche Ehe wieder verbieten will. Das geht nicht! Es werden Menschen, nur weil sie schwul oder lesbisch sind, überfallen, verprügelt, geschlagen. Transgeschlechtliche Menschen werden zusammengeschlagen, bis sie blutig sind. Dagegen müssen wir uns wehren. Keine Chance dem Hass, gebt der Liebe eine Chance. Liebe ist ein Menschenrecht.